Liebe Freunde der Bochumer Symphoniker, die Zeit rast. Wir sind im Mai, 2 Monate sind noch übrig in der 23-24er Spielzeit der Bochumer Symphoniker. Und an dieser Stelle wollen wir wieder ganz kurz und knackig Ihnen darüber Informationen geben, was wir uns vorgenommen haben in diesem Monat. Wir starten am 4. Mai, Samstag, 20 Uhr in der Reihe Bosi Concerto mit dem wunderbaren Titel Hamburg, meine Perle. Georg Philipp Telemann steht im Zentrum des Programms mit verschiedenen Orchestersuiten, geschrieben zum 100. Geburtstag der Hamburger Admiralität, der wichtigsten Hafenbehörde in Hamburg. Enrico Onofri leitet die Bochumer Symphoniker. Es wird bunt, es sind Flöten dabei, es wird gepfiffen, es wird geschrien, es sind Trompeten und Pauken. Also alles, was man barock auffahren kann, dürfen Sie auf unserer Bühne im Anneliese-Brost-Musikforum erwarten. Ein paar Tage später, am 8. Mai, Mittwoch, um ebenfalls 20 Uhr, dann in der Reihe Bosi pur. Unter der Leitung unseres Konzertmeisters Raphael Christ haben wir diesmal auf dem Plan Klassiker in Dur. Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, dem großen B-Dur-Violinkonzert von ihm und die erste Symphonie von Ludwig van Beethoven. Wie immer gespielt, stehend mit all der Energie, die wir aufbringen können. Mittwoch, dem 8. Mai um 20 Uhr. Ein ganz besonderes Projekt erwartet uns am 18. und 19. Mai, dem Pfingstwochenende. Der große Brad Mehldau, eine Größe im Jazz am Klavier schon seit den späten 80er Jahren, gibt sich die Ehre, mit uns eine Woche lang zu arbeiten. Die Ergebnisse in 2 verschiedenen Projekten werden wir hier live erleben können. Zum einen Samstag, dem 18. Mai um 20 Uhr. Dort treffen Bach-Improvisationen von Brad auf Bach-Orchestrationen verschiedener Musiker und Komponisten, die wir hier auf der Bühne aufführen werden. Im zweiten Teil dieses Konzertes spielen wir das Klavierkonzert aus der Feder von Brad Mehldau selbst. Clark Rundle dirigiert dieses Programm. Und wenn Sie Brad ganz alleine am Flügel mit einem Programm, das er direkt von der Bühne aus verkünden wird, erleben möchten, dann kommen Sie bitte am 19. Mai, Sonntag um 18 Uhr zu uns hier ins Anneliese Brost Musikforum. Und auch unsere Reihe Bosi Quartett ist im Mai wieder vertreten auf dem Programm am 26. Mai, ebenfalls einem Sonntag um 18 Uhr unter dem Titel Zu Besuch. Das Viktoria-Quartett, 4 Musikerinnen und Musiker unserer Bochumer Symphoniker, treffen auf eine Oboe. Nathaniel Amrani, Oboist bei uns im Orchester, kommt dazu. Man vereint sich in Mozarts Oboenquintett vor der Pause, Streichquartette von Alessandro Scarlatti und von Karol Szymanowski. Wenn Sie dieses Video sehen, ist die Bewerbungsfrist für die 6. Ausgabe des Bochumer Singer-Songwriter-Contests bereits abgelaufen. Und die Jury hat entschieden, wer zum großen Finale eingeladen wird. Aber zu diesem Finale, da können Sie gerne kommen. 10. Mai, 19.30 Uhr im kleinen Saal hier bei uns. Ein paar Tickets gibt es noch. Die 10 Finalisten sind live zu erleben. Und am Ende dieser ja meist 3-stündigen Veranstaltung wird dann ein Sieger, eine Siegerin gekürt, die als Preis beim Bochumer Musiksommer bei Bochum Total auftreten darf. Eine Veranstaltung, die etwas ist für all jene, die alleine gerne Songs schreiben, aufführen. Kommen Sie dazu, ist es meist eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Und in der Woche ab dem 21. Mai werden Sie die Bochumer Symphoniker hier bei uns im Hause ein wenig vermissen müssen, denn es ist wieder Bosi vor Ort Woche. Einmal im Jahr schwärmen unsere Musikerinnen und Musiker aus und beglücken viele Menschen mit kammermusikalischen Programmen überall in der Stadt. In diesem Jahr zwischen dem 21. Mai und dem 25. Mai von Bochum-Weidmar über Langendreher, ja, bis hin nach Altenbochum. Die genauen Programme und die genauen Orte finden Sie auf der Website von bosi-vor-ort.de oder bei uns auf der Website. Kommen Sie auch da vorbei. Und wenn Sie dann schon bei uns auf der Website sind, dann schauen Sie doch gleich nach den neuen Abonnementprogrammen der Spielzeit 24-25. Die können Sie entweder dort bereits sich runterladen oder aber, wenn Sie diese anfassen können möchten, wie ich es gerade tue, schicken Sie uns eine E-Mail. Wir schicken Ihnen dieses Heft gerne zu. Der Vorverkauf
für Abonnements, wenn Sie nicht schon Abonnent oder Abonnentin sind, beginnt am 29. Mai. Bis dahin, haben Sie gemerkt, gibt es vieles im Monat hier bei uns im Musikforum bei den Bochumer Symphonikern zu entdecken. Kommen Sie vorbei, www.bochumer-symphoniker.de, rufen Sie uns an und wir freuen uns auf Sie hier im Haus.